Donnerstag, der 12. Oktober 2017, das 5. Hagener Kurzfilmfestival im Hagener CineStar. Wir sind heute dabei, denn heute gibt es nämlich am Donnerstag den großen Filmabend. Ein Film mit Stars, die eingeladen sind, unter anderem ein Trio, das mit dabei war, mit am Set war, damals, als der legendäre Film Das Boot gedreht wurde. Einige andere Promis haben wir mit dabei und wir sind sehr gespannt, wie dieses ausverkaufte Haus heute auf den Film reagiert, aber auch auf die Promis reagiert, die heute da sind. Denn morgens geht es ja erstmal richtig los, dann ist das Filmfestival hier auch im CineStar und dann werden dann auch die Preise verliehen. Also viel Spaß dabei. So, endlich ist es soweit, das 5. Hagener Kurzfilmfestival hier im CineStar und derjenige, der monatelang dafür gearbeitet hat, bis in den letzten Moment noch gar keine ruhige Minute mehr hat, nämlich Bernhard Steinkühler, der ist jetzt bei uns gerade mit dem großen Autokorso gekommen, mit den Stars, die heute Abend dabei sind, denn heute am Donnerstag ist ja der große Filmabend. Mit ganz interessanten Menschen und Sie haben gerade gesagt, Herr Steinkühler, es ist doch verdammt gut gelaufen bis jetzt, oder? Ja, also außerordentlich gut gelaufen, bis auf die Tatsache, dass er einzündig seine Brille vergessen hat. Und er jetzt holen muss und wir können das Foto für die Zeitung nicht machen. Insgesamt vor der Organisation, der Hauptteil kommt ja morgen erst. Ich glaube, da gibt es also Schweißperlen, ne? Ja, die Schweißperlen, also ist wirklich so. Heute war schon stressig genug, oder? Mehr als in den letzten 4 Jahren. Weiterlaufen. Probleme mit dem Thema morgen habe, aber es ist noch stressiger, als es heute schon war. Und das ist ja dann trotzdem am Ende gelungen irgendwo. Wenn es morgen genauso stressig oder noch stressiger wäre, aber es gelingt, dann ist es mir auch egal. Es sind ja diesmal auch Schauspieler dabei, Prominente dabei, die vorher noch gar nicht dabei waren. Keine leichte Sache, die hier nach Hagen zu bringen. Gab es da schon ein erstes Feedback, was du so von Hagen hast? Das erste, was ich sagen kann, dass alle, als auf den Kampf ankamen, gesagt haben, klasse Hotel, wunderbare Aussicht, Panorama, wunderbar. Aber gut, wir haben es gerade gesagt, es geht jetzt los oben im Saal 7. Saal 7 sollte schon längst passiert sein, aber es ist einfach zu viel los hier vorne, weil einfach zu viele Stars hier sind. Ja, es sind aber auch viele Menschen hier, die mittlerweile da sind, um die Stars zu sehen, um wirklich mal die Möglichkeit wahrzunehmen, die auf unserem Aufruf dann nachgekommen sind und heute Abend hier sind. Und morgen werden es mit Sicherheit noch viel mehr. So. Bis gleich. Zum ersten Mal dabei hier in Hagen, diesmal beim 5. Hagener Kurzfilmfestival vorne Martin Semmelrogge. Ein Mensch, eine Legende im Fernsehen mittlerweile, auch Charakterdarsteller, könnte man sicherlich auch sagen, viel, viel bekannt. Was hat Sie heute hier hingetrieben? Interesse an diesem Kurzfilmfestival? Ja, ich meine, Film interessiert mich ja immer und Peter Zingler ist ja auch so ein bisschen Mentor von früher, schon aus den 80er Jahren. Fall für zwei hat er den ersten geschrieben, wo ich mit dem Volker Lechtbrink gespielt habe. Dann hat er Tatort mal geschrieben für mich. Und dann die Straßen von Berlin, die Actionserie für ProSieben. Ja, und dann hat er ja auch seinen eigenen Film gemacht, geschrieben und Regie gemacht. Alles nur Tarnung und der wird heute gezeigt. Er ist Anfang der 90er haben wir den gedreht. Ja, und er hat mich bekniet, kommt dann nach Hagen und hat gesagt, na klar, wenn ich Zeit habe, wenn es passt, komme ich gerne her. Und morgen werden ja noch Kurzfilme prämiert. Ja, da darf ich auch dabei sein. Du sitzt in der Jury sogar. Bin ich in der Jury, ja. Ja, und, klar, Hagen. Meine Tante, meine Patentante hat in Altena die Hirschapotheke gehabt, meine Patentante. Also doch so ein bisschen ja. Auf das Affine zur
aber zur Region, dann sorry, eben auch. Ja. Aber jetzt sind Sie ja, es geht ja hier auch um die Nachwuchsförderung, das ist ja etwas ganz Wichtiges in diesem Kurzfilm. Sie sind ein Mensch, der, ja, kann man sagen, über die Familie eigentlich durchs Elternhaus schon mittlerweile zum Film gekommen ist, sehr früh auch, heute ein paar Jahre älter, wie wir es alle sind. Sehen Sie 25 Moment, plus, ja. Sehen Sie im Moment so diese Stärke im Nachwuchs? Sagen Sie, Mensch, da ist ganz viel Potenzial im Moment im Nachwuchs? Ja, natürlich, weil wir haben ja jetzt technisch, ist ja schon ein bisschen Revolution im Film. Und durch die Online My Video für die ganzen Channels ist natürlich viel mehr Möglichkeit auch für den Nachwuchs, dass sie Kurzfilme auch präsentieren können und zeigen können und auch ja, nicht so aufwendig, also nicht durch die ganzen Instanzen, Fernsehen und so, das ist ja auch sehr schwerfällig und da reden immer viel zu viele Leute mit, dass die einfach mal machen können und ihr Talent zeigen können. Und ich wünsche dann natürlich, dass die auch mal dann einen Langfilm machen können. Viel Spaß hier. Ja, danke. Morgen geht es jetzt richtig los, da werden wir uns dann auch wieder sehen. Viel Spaß gleich. Ja, danke. Ja, ist ein bisschen ein Veteranentreffen jetzt. Ich freue mich auch, dass die Elke Sommer da ist. Ganz tolle Frau, Kollegin, dass sie von Amerika, von Los Angeles hergekommen ist. Ja, ist schon super. So, der Regisseur des heutigen Films, der gezeigt wird, aber viele andere, auch insbesondere vom Tatort, den haben wir jetzt hier und er ist mittlerweile vorgesehen schon dabei gewesen, ich glaube, dieses Jahr. Groß, ja, auch, ja. Wie wichtig ist Ihnen das Singer, dieses Kurzfilmfestival, überhaupt das Erschaffen dieser Kurzfilme? Ja, es macht Spaß. Also es gibt ja viele Kurzfilmfestivals, ich habe mich für das entschieden. Die Auswahl ist gut, das Drumherum ist gut und warum nicht? Im Gegenteil, mit kurzen Filmen fängt viel an und manche sind ja auch sehr gut und machen in der Kürze. Die Kurse liegt die Würze oft ganz gute Sachen. Das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. Ich meine, Sie sind jetzt der alte Hase, das Idol für viele letztendlich auch. Sehen Sie ein großes Potenzial im Moment in dem Nachwuchs auch? Da kommt denn gerade das Kurzfilm. Also es sind auf jeden Fall viele da. Also die Kurse in den Unis, in den Schauspielkursen und den Regiekursen sind schon voll. Also es gibt Nachwuchs. Ob sie was taugen, sieht man erst, wenn sie was gemacht haben. Das ist allerdings so. Und Kurzfilme sind natürlich ein gutes Übungsding. Ne, es ist ja keiner perfekt. Das siehst du ja auch. Ich meine, wenn du mal einen Tatort guckst, siehst du ja auch, meistens kommen sie ja einigermaßen gut an, aber manchmal haben die Autoren und die Regisseure einfach vergessen, wie die Wirklichkeit sein könnte. Also da überziehen sie und so. Geht, aber geht auch alles. Denn heute Abend machen wir ja extra eine Hagen-Premiere. Also normalerweise macht man eine Premiere, nachdem der Film gedreht ist, aber da in Hagen ja die Uhren ein bisschen langsam laufen und so, haben wir gesagt, jetzt machen wir 20 Jahre nachher die Premiere. Der Film ist 20 Jahre alt und leider kann der Mario Adolf nicht, der ist noch mal nach Tschechien, sonst wäre er auch mitgekommen, aber sonst sind ja eine Menge Leute da, der Claude, die Elke Sommer, der Semmelrogge. Was für Sie damals aber auch eine ganz besondere Produktion war, das weicht ja eigentlich von allem ab, was Sie sonst so machen, oder? Ja, das stimmt natürlich. Erstens habe ich zum ersten Mal Regie gemacht, aber nicht zum letzten Mal, aber ich habe zum ersten Mal Regie gemacht, weil ich gedacht habe, was die immer aus meinen Stoffen machen. Und das ist ein Knaststoff und der soll nun was werden. Deswegen habe ich mir auch die Gesichter ausgesucht. Guck mal, der da. Ja, und das war der Grund und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Der Film ist sehr gut geworden. Er war im Kino nicht so viel Erfolg, dafür hat ihn die ARD 19 Mal ausgestrahlt zwischen 1997 und 2007 und bin zufrieden damit. Er ist auch toll, er ist ja anders als die normalen Knastfilme, die man aus Amerika kriegt, denn das ist was ganz anderes. Und er ist ja auch ziemlich witzig, finde ich. Und er ist humorvoll so erzählt, dass man es auch mal sich ansehen kann. Sonst ist er immer so lamoyant, der Knast, so schlimm und auch Weiher und so. Aber die Protagonisten auch teilweise in ganz anderen Rollen, mit einem ganz anderen Verhalten, wie man sie sonst kennt. Beispielsweise die Rolle von Heinz Hönig nehmen, ja?
Der hat sich gefreut, als er das Drehbuch gelesen hat. Nee, der hat sich gefreut, ja, auch die Muriel Baumeister, die ich auch nicht kann. Und die Elke, da haben die sich gedacht, auf ihr Alter noch... Es hat ihnen gefallen, die haben mich noch nicht gezwungen, aber die haben gesagt, also das muss so sein. Und dann haben wir das Ding gemacht. Ja. Heute Abend wird es bestimmt um die 200 Leute auch gefallen, wir sind sehr gespannt. Hoffen wir das Beste. Auf einen schönen Abend. Okay, ja, danke. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch bemerkt und auch dem Peter Zingler, dem Regisseur und Drehbuchautoren gesagt, dass der Film sehr zusammen und sehr harmonisch, was mir eigentlich vorher gar nicht so aufgefallen ist, aber jetzt im Retrospekt, nach so vielen Jahren, jeder hat sein Bestes geleistet. Ich glaube, dass jeder der Schauspieler super gespielt hat und sich in seine Rolle total reinversetzt hat, die sehr atypisch waren für viele Schauspieler. Also für mich auf jeden Fall, das ist ganz klar. Für Mario eigentlich auch, aber das ist ja unser Beruf. Ich meine, deswegen sind wir ja da. Ich fand es viel größer. Das war richtig ein größerer und zusammen. Also ein Zusammen, wie die Franken sagen, wie wir in Bayern sagen, ein zusammener Film. Der ist zusammen gewesen. Irgendwie hat er mir heute noch besser gefallen als damals, wie ich ihm das erste Mal sah. Und der Zusammenhalt unter den auch ist super gut. Wir mögen uns alle, wir respektieren uns alle. Und das ist ganz wichtig. Und das Allerwichtigste, wir leben noch alle. Das ist das Wichtigste. Okay. Das soll auch lange so bleiben. Vielen Dank für das Interview. Danke. Ja, völlig charmanter Auftakt für das fünfte Festival hier. Charmante Darsteller, guter, fast alter Film, 20 Jahre alt. Und alles nur Tarnung, könnte ja auch ein gutes Thema für Hagen sein. Ich freue mich auf das fünfte Kurzfilmfestival hier in Hagen. Ein guter Start war es heute Abend. Schauspieler, für viele ein Idol, Heinz Rönig, der Holzfäller, der in diesem Film eine ganz besondere Rolle gespielt hat und jemanden, ja, zunächst erst noch nicht wiederkannt. Wie war das damals, eine völlig andere Rolle zu spielen? Ich spiele eigentlich immer völlig andere Rollen, weil dafür bin ich ja Schauspieler. Wenn man dasselbe spielt, ist ja langweilig. Elke! Du kommst! Die Rolle, die war. Rein nicht so! Die Aufgabe. Schauspieler unterwegs. Nee, diese Aufgabe war also wirklich eine ganz besondere. Und ich habe die auch, glaube ich, ganz gut durchgezogen. Ohne irgendwie alles zeigen zu wollen, sondern nur einen Teil von dieser Figur, und der hat gereicht. Und den? Das Kurzfilmfestival insgesamt heute und morgen sehr auch im Zeichen, ich sag mal, des Nachwuchses. Was hat für Sie auch mit dem Nachwuchsgefühl geschäftet? Sieht man da so Highlights oder sagt man Menschen? Auf alle Fälle, ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich kenne den Kangaroo Award aus München. Dahinter steht die Gabi Lechner und da bin ich in der Jury und da kann ich allerdings sagen, sind so irgendwie die etwas kränkeren. Okay. Entschuldigung, das war ein Auto. Und da kann ich nur sagen, dass es unbedingt Nachwuchs gibt. Man muss ihn nur lassen. Und ich habe da die Jury übernommen für die Kinderfilme. Und was man da sieht, was die mit Herz und Inbrunst wirklich dann machen und keine Zeit scheuen, das ist wirklich sowas von gewaltig, das ist. Das ist einfach herrlich, man kann nicht aufhören zuzusehen. Und die strengen sich an und das sind Filmemacher. Sie lenken ihre Vision durch die Kamera und wie sie es manchmal machen, ist so genial. Also ich,
Mir macht es da Spaß mitzumachen. Und wir bekommen auch immer wieder gute Erfolge, die man dann sehen kann. Und die Jugendlichen, die machen ja das ja über mehrere Jahre. Die verlobt oder was? Jedes Jahr treffen sie sich wieder und jedes Jahr kommt was Neues zusammen. Und das ist eine außergewöhnliche Situation und etwas ganz Besonderes. Da kann ich sagen, Kangaroo Award, München, dieses Jahr geht's weiter. Sind insgesamt ein Mensch, der sich sehr für den Nachwuchs einsetzt und dafür vielen Dank, aber auch mit anderen Ideen, mit den Friedensnägeln und. Ja, das ist ja das jetzt so mein Programm. Ist die Friedensnägel, das sind die Kinder. Was kaum einer kennt, um herzuhören. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke fürs Interview. Ja. Das ist noch so ganz spontan, mal so zwischendurch. Ja, ganz klar. Und morgen geht es schon wieder weiter, ne? Ja, morgen müssen wir auf die Insel. Aber heute, also der Peter Zingler, was er damals gezaubert hat, was er durchgesetzt hat, möchte ich mich bei ihm auch noch bedanken. Und dass wir das spielen durften, weil das sind Charakter, die gibt es wirklich nicht jeden Tag. Und das war's für mich. Ciao. Gesichter, die findet man immer wieder beim Kurzfilmfestival hier in Hagen, auch wenn sie vom Niederrhein kommen. Was treibt einen vom Niederrhein bis hier nach Hagen für das heute fünfte Kurzfilmfestival hier in Hagen? Genau, wir waren beim ersten Mal leider nicht dabei. Durch Zufall sind wir an das zweite rangekommen. Hat uns so gut gefallen, einfach eine tolle Atmosphäre, der direkte Kontakt zu den Leuten, zu den Stars her. Ich mache gerne Fotos dabei, ja, wo alle nachher noch viel Spaß drin haben. Und wie gesagt, beim ersten Mal hat es uns so gut gefallen, dass wir jetzt wirklich schon jetzt Nummer 4 hier dabei sind beim fünften. Und wir werden auch beim nächsten Mal definitiv wieder dabei sein. Es ist für uns ganz einfach ein Muss. Ja. Es sind hier viele, viele nette Menschen. Ja. Und also wir möchten es ganz einfach nicht entbehren. Ja. Wir freuen uns. Schon viele Selfies gemacht worden, ne? Aber ja, unbedingt. Unbedingt. Die machen alle mit und sie sind alle sowas von natürlich und aufgeschlossen. Das ist das, was ich so liebe, diese Natürlichkeit. Ja. Das ist aber ganz auch der harte Kern, der heute Abend mit dabei ist, bei der großen Aftershow-Party. Oh ja. Unbedingt, das werden wir nicht verpassen. Wir sind unbedingt wieder
immer dabei. Ich habe auch extra. Und der Bernhard, der hat es einfach immer wieder geschafft, tolle Leute hier ranzukriegen. Ja, und es ist sehr familiär, sehr gemütlich her, nicht überladen und es macht einfach nur Laune. Wir freuen uns. Wir freuen uns richtig. Dabei auch Marvin Wittner, Hagens, der junge Autor, kann man schon gar nicht mehr sagen. Ne? Junger Autor, aufstrebender Autor. Wollen Sie mal kurz für ein Festival? Was treibt Sie hier hin? Was gibt Ihnen so einen Anschluss? Also Hagen ist ja eine Kulturstadt und dadurch, dass ich kulturell engagiert bin, ist es halt so, dass ich es sehr schön finde, dass jetzt auch mal Stars, die man nur so in Berlin oder München antrifft, dann hier hinkommen. Das ist so der Ansporn, warum mich das hier so interessiert, dabei zu sein. Jetzt sind Sie ja selbst aufstrebender junger Kulturschaffender, wie gesagt, den Nachwuchs, den Medien-Nachwuchs, dann eben auch damals so als Star. Ja. Vor allem, weil jetzt die Nachwuchstalente gefördert werden, ist natürlich für mich jetzt auch als Nachwuchsschriftsteller natürlich noch mehr der Drang, hier hinzukommen und zu gucken, was hier so los ist. Wiederholungstäter hier beim Festival ist der Schauspieler Anthony Arndt, der auch dieses Jahr wieder da ist. Da über. Ich mache ihm ein wenig Platz. Hallo Anthony! Der Schattenmann von Dieter Wedel lebt gerade. Ich habe dich hierher gebeten, weil ich einiges mit dir besprechen muss in Bezug auf unsere zukünftigen Geschäfte. Und mit dir rein, Tom Backerl! Leerer Platz. Bekannt aus Tatort, Alarm von Opa 11, alles was zählt und hat mit Eric Roberts Euroclub gedreht, Kinopremiere am 8. Gute Nadel und Radar Stokel. Momo damals. War früher und heute. Momo mit Amalie Adolf. Wunderbar, dass die Nadeln von Sommer. Hagen liegt Ihnen zu Füßen. Schindlers Liste, Bang, Boom, Bang, Vorschlagkrokodile, ist bei Karl Maikes Spiel dabei, oder was nicht passt, hast du gemacht, Chaos, Kriminalistische, Tatort, das Boot, Rote Erde, Herbstbild, der Schattenmensch, der König von St. Pauli, James Bond 007, die Welt ist nicht genug. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, dass wir heute zum fünften Mal Eat My Shorts in Hagen haben. Die, die Hagener sind, die darf ich zunächst erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Die wissen aber um die Kulturlandschaft dieser Stadt. Die wissen, dass wir ein tolles Theater, tolle Museen und ganz viele andere Kulturangebote haben. Aber mit Eat My Shorts hat Bernhard Steinkühler wirklich einen tollen Punkt oben drauf gesetzt. Das Kurzfilmfestival hat das erste Mal eigentlich, ja, die Kunst des Filmemachens ein bisschen größer und einem größeren Publikum auch in der Stadt bekannt gemacht. Und deshalb, glaube ich, kann man im fünften Jahr, da redet der Westfale auch schon mal gerne von einer Tradition, eigentlich nur eins sagen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Bernd Steinkühler. Wir haben es gerade gehört, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten Jahr, dass er mit unglaublich viel Energie, mit ganz viel Engagement, und ich hatte gerade die Ehre, mich mit Elke Sommer auch zu unterhalten, mit ganz, ganz viel Charme es auch geschafft hat, dass auch diejenigen, die vielleicht doch einen anderen Termin hatten, die vielleicht nicht ganz gesund waren und die vielleicht am Ende dann doch überlegt haben, ob sie kommen, mit seiner ganz persönlichen Art das geschafft hat,
dieses Filmfestival, Kurzfilmfestival in Hagen zu einer kleinen Tradition leben zu lassen und im fünften Jahr durchzuführen. Ich glaube, dafür kann Hagen einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Lieber Bernd, danke für das Leben. Lieber Bernd Steinkühler, das Kulturleben der Stadt ist um ein ganz, ganz tolles Angebot reicher geworden. Und wir wissen, dass Kultur viel Geld kostet. Jedenfalls dann, wenn es die Kommune macht. Und Sie haben insbesondere mit Engagement, mit Mut und mit einem relativ übersichtlichen Budget, aber mit dem unbedingt Kämpferwillen zu sagen, ich will dieses Festival etablieren, das geschafft. Und dafür sind wir Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Es ist mir eine Ehre, dass ich in der Jury mitwirken darf. Und natürlich ist es nicht nur ein tolles Festival, die tollen Gäste, die tollen Jurymitglieder haben wir gerade schon begrüßt. Und ich glaube, jetzt wird es auch noch tolle Filme geben. Herzlichen Dank und uns allen einen schönen Abend. Heute Abend geschafft haben, hier gezeigt zu werden. Es gab zahlreiche Einsendungen. Es werden auch pro Jahr mehr. Darüber sind wir natürlich auch sehr froh. Und aus den ganzen Einsendungen wurden 6 Filme ausgesucht, die es auf die Leinwand geschafft haben. Und die 6, die möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Nach den 6 Filmen, da machen wir eine Pause. In dieser Pause wird die Jury dann in sich gehen und beraten und die Jurypreise besprechen, diskutieren und dann eben die Preisträger für heute festlegen. Damen und Herren, liebe Filmfreunde, die Aufgaben eines Oberbürgermeisters, das ahnen Sie, sind vielfältig. Die wunderbare Herausforderung, die Laudatio auf eine ganz und gar außergewöhnliche deutsche Schauspielerin zu halten, der die Männer Hollywoods einst zu Füßen lagen, die mit dem amerikanischen Präsidenten Gerald Ford im Weißen Haus getanzt hat und die anlässlich einer Filmpremiere von Queen Elizabeth im Buckingham Palast empfangen wurde. Diese Herausforderung zählte bei mir jedenfalls bis dato noch nicht dazu. Sie können sich also sicher vorstellen, dass ich nicht lange gezögert habe, sondern im Gegenteil schnell und gerne zugesagt habe, ehe mir ein anderer diesen Traumjob wegschnappt. Dann habe ich allerdings schon kurz nach besagter Zusage etwas intensiver im Internet recherchiert und siehe da, ich geriet unverzüglich ins Schwitzen. Zum einen, weil sogleich leichte Zweifel in mir aufkamen, wie es mir gelingen könnte, eine so einzigartige Karriere mit einer Vielzahl an Filmen, Bühnenauftritten, Auszeichnungen, Malerei, Gesang sowie vielen weiteren Bestätigungen in einer 5-minütigen Laudation unterzubringen. Zum anderen irritierte mich aber auch eine Überschrift aus der Münchner Abendzeitung, die über unsere Preisträgerin ziemlich unverblümt titelte: Riesenzoff mit dem Bürgermeister. Nun, ich bin kein Angsthase, was Konflikte anbelangt, aber doch bitte nicht an so einem Schöner. Hier das glamourös aufregende Los Angeles, dort das beschaulich fränkische Malofstein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Filmfreunde, im Rahmen eines wirklich erfrischend offenen Interviews anlässlich Ihres 75. Geburtstags im letzten Jahr hat sie mit Blick auf Ihre faszinierende Karriere gesagt: Mein Leben ist ein Glücksfall. Und ich darf feststellen, es ist ein echter Glücksfall für uns, dass Sie Einladung der Festivalleitung gefolgt und heute zu uns hier nach Hagen gekommen ist. Und so begrüßen Sie nun mit mir die Ehrenpreisträgerin des diesjährigen Hagener Kurzfilmfestivals. Begrüßen Sie mit mir Elke Sommer. Wunderbare Laudatio, so schön und lieb und auch
wahresgetreu hier erzählt wurde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen sehr gerührt und auch ob eurer Liebe mir gegenüber. Und ich danke für die schönen Augenpaare, die mich angeguckt haben, wie ich reinkam und wie ich jetzt eben runterging. Und die Herzlichkeit, das ist mir das Allerwichtigste. Das andere ist gar nicht, alles gar nicht so wichtig. Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt im Leben, habe aber auch, wie wir alle haben, natürlich, und ich werde jetzt am 5. November 77, 77 kann ich mal am Arsch lecken, auf Deutsch gesagt. Aber so ist es, so ist es. So ist es und das ist auch, so soll es auch sein. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, habe irrsinnig viel gearbeitet in meinem Leben, habe, nachdem ich wirklich sehr armselig eigentlich aufgewachsen bin und wie wir evakuiert wurden 1942, du bist ja gar nicht der Oberbürgermeister, ne? Immer noch. Ja, ich dachte nur, die Brillenform war anders. Aber es ist ja auch anders, als wenn man hinten sitzt und dann hier vorne steht. Ja, auf jeden Fall sind wir 1900, ich bin 5. November 40 geboren, mitten im Krieg. Ich weiß auch nicht, was mein Papa und meine Mama sich dachten. Die sagten dann, ja, wir waren gar nicht so sexuell, das muss irgendwann mal so, wenn es so kalt war, passiert sein. Okay, da war ich eben da und dann haben sie mich immer mitgezerrt und in Papa, also mein Papa, den ich ja unheimlich verehrte und wo ich auch, das ist jetzt ganz privat gesagt, den Fehler machte, mit 20,5 einen sehr viel älteren Herrn zu heiraten, was ein Riesenfehler war in meinem Leben. Aber es hat mich dazu geführt, jetzt den allerliebsten und besten Mann zu haben, seit 30 Jahren schon. Mein Gott. Halleluja, und das ist mein Papa wert. Herr Wolf Walter, immer ein sehr korrekter, liebenswürdiger, feiner Mensch, der mich sehr viel gelehrt hat, was ich auch dankend angenommen habe. Und das bisschen, was ich ihn lehren konnte, ist, wie man 134 verschiedene Arten Pilze erkennt im Wald. Ich bin Waldmensch, tut mir leid, ich bin kein Großstadtmensch, ich lebe in Los Angeles, ja. Aber wenn man da lebt, kann man sich ja, ich meine, wenn man eben die Mittel hat, ja, da kann man sich sein Leben einrichten, wie man es will. Ich habe sehr viele Musikerfreunde, zum Beispiel Steve Vai, diesen ganz tollen Gitarristen. Kennt jemand Steve Vai von euch, gell? Ja. Ja, da möchte ich bitte einen Klatsch haben. Danke. Und Weihnachten machen wir immer ganz toll. Wir haben ein ziemlich großes Haus da und die Tiere. Und wir haben nur Musikerfreunde eigentlich, sehr wenige Schauspielerfreunde, weil mir das alles immer so ein bisschen suspekt vorkam. Nein, wirklich ohne Witze. Ich bin nie, das muss ich auch noch sagen, und dann höre ich auf zu reden, weil ich freue mich so hier zu sein und ich freue mich so, dass ihr mich so ehrt, wirklich wahr. Aber ich muss etwas sagen, dass mein ganzes Leben lang niemals, ich war schon so auf Seite, so ein bisschen, so von der Seite her, also tangiert. Aber ich niemals habe ich auch nur ein Iota meines Stolzes hergegeben auf irgendeiner Casting-Couch oder irgendwas, um meine 96 Filme zu machen. Yeah. Halleluja, darauf bin ich stolz. Ja. Und wer mal einen Kuss von mir kriegt oder auch nur einen Kuss auf die Backe, hab ich gerade einen Handshake. Das ist echt gemeint und das ist ein sauberer. So,
und Weinstein, go fuck yourself. Das war eine wunderbare Abschlussfrage. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe noch so viel zu erzählen. Also, Platz Nummer 2, eine Urkunde und 1500 Euro, gesponsert vom Regionalverband Ruhr in Essen, geht an den Film Watuvote von Katja Bernrath. Das ist Herr Adam, das ist unser erster Platz. Der geht natürlich einher mit einer wunderbaren Preissumme von 2000 Euro. Und diesen Adam, den möchten wir jetzt auch einmal übergeben. Den ersten Platz gemacht hat beim diesjährigen Festival der Film Cigarbox Blues. Bald Richtung Aftershow-Party. Es gibt ja noch den Publikumspreis. Wie haben Sie abgestimmt? Welcher Film hat die meisten Herzen hier gerührt? Ich verkünde, es gibt einen Gutschein im Wert von 500 Euro von der Firma Spotlight Filmlichtverleih in Dortmund und der geht an Watuvote von Katja Bernrath. Gleich finden die ersten Gesangskünstler statt, die ersten Künstler kommen auf die Bühne und bevor. So, die große Aftershow-Party beim Kurzfilmfestival und das Ganze im Panorama-Hotel auf dem Camp. Das große Programm läuft im Hintergrund schon, ihr hört schon. Und ein Star, der wartet darauf, nachher Gas geben zu können, nämlich Kenneth King. Und er kommt eigentlich aus Barbados, ist aber jetzt hier in Hagen, oder? In Hagen. Unglaublich, oder? Unglaublich. Okay, auf was erwartet uns gleich? Was ist dein Stil? Mein Stil ist gemischt, aber heute Abend würde da ich Lionel Richie spielen. Okay. So, heute Abend bin ich Lionel Richie. Wenn du nicht hier auf dem Camp bist, wo bist du sonst zu finden? Du kannst mich finden auf die MS Europa, du kannst mich finden Ausland, viel Ausland natürlich. Viele Partys, Firma-Partys, Patrice Fire. Okay. Ich bin global. Stadtfesten, genau. Stadtfest. So, aber im Internet findet man dich auch, oder? Richtig. Facebook oder auf meiner Homepage kenneth-king.de. Und das Ganze blenden wir jetzt gerade hier unten das ein. Das finden Sie alles. Nachgoogeln und auf Facebook. Oder Facebook sofort, okay. Ein Sekunde mit meiner ganzen Fanschaft. Wir werden noch so ein paar Aufnahmen. Freut gehen. Mich sehr. Alles klar, bis gleich. Bis gleich, okay. Dankeschön. Wanna feel it. Come on. Sit on the ceiling, yeah. Woo! What a feeling. Sing with me, yeah. Showparty beim 5. Hagener Kurzfilmfestival hier im Panorama Hotel auf dem Camp. Einer, der immer dabei ist und in diesem Jahr auch einige Neuigkeiten für sich in der Show zeigen konnte, das ist Tom Bacall. Tom, es war ein Riesending heute. Es war beispielsweise ein großer Ehrenpreis dabei. Das hatte ich doch auch so ein bisschen mitgenommen, habe ich mitbekommen. Aber wir saßen so hintereinander. Ja, ja, also Elke Sommer. Wir haben uns auch ein bisschen angefreundet. Das war eigentlich für mich auch eine großartige Erfahrung. Auch, dass diese Frau hier geehrt wird, das ist ganz toll. Sie hat es auch verdient und das hat mich persönlich auch ja, sehr gefreut. Das war einfach nur toll. Insgesamt, das Konzept ist aufgegangen, das haben wir gesehen, auch mit dem Donnerstag schon. Da bist du auch mit dabei gewesen, bist also ein ständiger Gast hier und gehörst eigentlich mittlerweile schon zum Kurzfilmfestival. Aber in diesem Jahr, ich habe es gerade gesagt, da gibt es eine ganz tolle Neuigkeit von dir, nämlich es kommt was in die Kinos, ne? Ja, also im Moment läuft ja noch Strict Rules, der hat ja gerade Premiere gehabt. Und am 24.02. kommt endlich der Hollywood-Film
mit Eric Roberts und mir am 24.02. in Köln im Cinema, Cine Dome Kino wird die Premiere sein und das wird auch ein Riesenspektakel. Was ich nochmal sagen wollte zum Filmfest ist, ich bin ja von Anfang an eigentlich dabei und ich finde es unglaublich, was der Bernhard für eine Steigerung jedes Jahr hat er immer wieder einen draufgesetzt. Es war nicht gleich oder so. Und heute hat er von Organisation, eigentlich von allem, hat er nochmal so richtig, richtig einen draufgesetzt. Das ist einfach unglaublich, was dieser Mann hier auf die Beine stellt. Und das ist einfach großer Respekt. Es kann nicht genügend geehrt werden, man muss es wirklich unterstreichen. Aber, Tom, ich gebe jetzt mal diesen Ball wieder an dich zurück. Das Ganze wäre nichts ohne euch Schauspieler, die dann dabei sind, die sich freinehmen und sagen, wir kommen dahin, wir kommen nach Hagen. Denn ohne das wäre das ganze Festival in Hagen nichts. Also ich bin ja mit Bernhard befreundet und ich helfe ihm auch mit Sponsoren und ich habe ihm jedes Jahr immer geholfen, auch mit Sponsoren, dass die irgendwie hier mit investieren, mit dabei sind und viele Sponsoren, die kenne ich ja auch persönlich, die haben direkt gesagt, boah, Filmfest in Hagen, hab denen erzählt, was hier so abgeht und da waren die sofort immer dabei und das hilft Bernhard natürlich auch und von daher, egal wer was irgendwie tut, Fakt ist, Bernhard ist hier der Chef und ohne ihn würde es dieses Filmfest in Hagen überhaupt nicht geben. Also das kann man echt vergleichen. Also ich vergleiche das gerne mit Cannes oder irgendwelche geilen Veranstaltungen. Die kann man eigentlich kaum noch toppen. Ist so. Kommt der Tag der Tage und es stellt sich dir eine ganz einfache Frage. War das alles und hat's was gebracht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? In 100 Jahren ist alles vorbei. Deine Eier, wo ist das gelaufen? Du bist nicht mehr dabei. In 100 Jahren ist alles vorbei. Dann geht die Kiste zu und der Platz ist wieder frei. Früher hat man immer gesagt, keine Feier ohne Meier. Im Moment kann man sagen, keine Gala ohne Tom Bacall. Also du bist eigentlich überall. Wenn du jetzt mal auf der Richterskala so von 1 bis 10 das Kurzfilmfestival einstufen würdest, bei dem, was du jede Woche, jedes Wochenende mitbekommst, wo landet dann das Kurzfilmfestival hier in Hagen? Für mich ist das immer, also das sage ich nicht nur, weil ich mit dem Bernhard auch befreundet bin, das ist für mich immer so ein Abschluss des Jahres, so ein Highlight. Ich war letzte Woche noch auf dem Kunstball, der war sehr großartig, also der war ganz toll. Aber das hier, Filmfest in Hagen, da könnte ich noch so krank sein. Ich reiß mir den Arsch auf und komme hier hin nach Hagen, 2 Stunden Fahrt, das mache ich, weil das ist immer so ein Abschluss, den brauche ich auch fürs Jahr. Und das ist, man lernt neue Leute kennen. Aber das Schöne ist, man sieht immer wieder alte Leute, die man dann ein Jahr nicht mehr gesehen hat. Und dann sieht man die wieder. Claude Oliver Rudolph zum Beispiel, Uwe Fensig, ja gut, den sehe ich oft. Aber es gibt viele Personen, die man nach einem Jahr dann wieder sieht und die Freude ist dann ganz groß. Das ist wie so ein Familienfest. Ist einfach so. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. If so,
Kurzfilm Kurzfilmfestival hier in Hagen. Und eine Protagonistin, eine Schauspielerin, kann man sagen, Moderatorin, die seit den ganzen Jahren dabei. Und die hat dieses Mal wieder gesagt, wir haben es auch mit eingespielt, wir hoffen, es gibt ein sechstes Mal. Sie kämpft dafür. Und im vorigen Jahr hat sie sogar zu uns gesagt, da gibt es einen Tag im Jahr, den halte ich mir frei. Das ist das Kurzfilmfestival. Das ist Ida Azizi. Wir kennen sie aus dem Fernsehen als Lottofee. Nachdenken, ob sie vielleicht schon mal Glück gehabt hat. Heute Abend ist alles rund gelaufen. Wie war es für Sie? Ja, für mich war es spannend, wie immer spannend wegen der Kurzfilme, die es dann zu sehen gibt. Spannend. Welchem Kurzfilm schenkt man sein Herz? Und spannend auch, wie ist das Hagener Publikum dieses Jahr? Hält es dem Festival die Treue? Vermehrt es sich sogar? Und es war wunderbar, dass so viele Stammgäste dieses Jahr auch wieder da waren. Das rührt mich wirklich. Und so kommt es, dass man sich dann schon vom Herzen her jedes Jahr versucht, den Termin freizuhalten fürs nächste Jahr. Ohne zu wissen, ob Bernhard Steinkühler überhaupt seine Sponsoren wieder zusammenkriegt, die Gelder zusammenkriegt und es überhaupt ein nächstes Mal gibt. Das Geheimnis, wie sind Sie dazu gekommen, hier nach Hagen zu kommen? Das Kurzfilmfestival zu moderieren? Ja, das ging natürlich über drei Umwege, wie das so oft im Leben ist. Ich moderiere schon seit einigen Jahren das Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken. Und da war der Sohn von Bernhard, der Dustin Steinkühler, lief dort im Wettbewerb mit seinem mittellangen Film, mit seinem Abschlussfilm. Deshalb war Dustin natürlich vor Ort und hatte seinen Papa mitgebracht. Und ich habe dort moderiert. Und auf der Aftershow-Party hat mir das denn seinen Papa vorgestellt, der dann sagte, ja, und übrigens, ich möchte gerade ein Filmfestival starten und wir brauchen da dringend eine Moderatorin. Wir haben aber kein Geld oder nur sehr wenig, ob ich Interesse hätte. Naja gut, und weil Bernhard Steinkühler ein so wahnsinnig charmantes Wesen besitzt und ein überzeugendes Wesen, konnte ich nicht umhin und einfach Ja zu sagen. Und schon war ich drin, mit im Boot und habe es bis heute natürlich nicht bereut. Ja, nicht nur mit dem Abend am Kurzfilmfestival getan. Sie müssen auch recherchieren, müssen schauen, wer sind die denn jetzt alle vor allen Dingen auch? Ja. Wo haben die mitgespielt? Wie viel Zeit geht da drauf für Sie? Das kann ich so gar nicht sagen, aber es ist tatsächlich viel Vorbereitung. Man muss jeden nochmal recherchieren und vor allen Dingen will man ja auch jedem Künstler, der hierher kommt, seine Reputation geben und sein Standing zeigen und man möchte ihn zu Ehren kommen lassen und natürlich gehört es dazu, dass man dann nochmal genau nachschaut, was hat er gemacht, was sind die wichtigsten Werke und was muss quasi genannt werden. Und da geht schon einige Zeit drauf und das kann man wirklich nur machen, wenn man vom Herzen her sagt, ich möchte dabei sein, ich mache das einfach. Weil von der Zeit her lässt sich das so nicht in Euro umrechnen, aber ich finde, das muss es auch nicht. Also ich stehe hier, ja, aus der Liebe zum Festival, aus der Liebe zum Film und weil ich wirklich jedes Jahr Spaß in Hagen habe, ganz einfach. Gerade gesagt, wir wissen noch nicht, ob es stattfindet, aber ich sage jetzt mal ganz einfach, das muss stattfinden wieder nächstes Jahr. Das muss die Nummer 6 geben, ganz einfach. Ich finde auch. Und ich hoffe. Was ist nur 5? Wir brauchen eine 6. Wir brauchen eine 6 und es muss noch weitergehen. Ja. Auch. Das sehen wir heute Abend auch hier bei der großen Beteiligung bei vielen glücklichen Menschen, die das Kurzfilmfestival eben feiern. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch hier wieder. Entweder genau, 2018. Wo auch immer, Hauptsache Hagen, Hauptsache Eat My Shorts und Hauptsache Bernhard Steinkühler. Dankeschön.